Nächste Rednerin ist Corinna Schatzenberger von der Volkspartei. Auftaktrede. Das Traurige ist nur, dass die Menschen gerade andere Sorgen haben. Herr Präsident, Frau Präsidentin, Entschuldigung, Herr Bundeskanzler, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus. Ja, um was geht's denn? Schauen wir uns einmal die Ausgangslage an. Es geht um ein Einvernahmeprotokoll eines mir immer noch unbekannten Herrn Schmidt, der sich mit der WKStA einen Sonderstatus ausverhandeln möchte als Kronzeuge. Damit er Kronzeuge werden kann, muss er einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung leisten. Das Ganze muss freiwillig passieren. Und drittens braucht es die innere Umkehr. So will es also das Gesetz. Ja, wie frei der Wille sein kann, wenn das quasi sein einziger Rettungsweg ist, ist fraglich. Und ob man von innerer Umkehr sprechen kann, nur weil seine Mama gesagt hat, so haben wir dich nicht erzogen, ebenso. Die strafrechtliche Verantwortung ist aber jedenfalls von den Gerichten zu klären. Das steht fest, also belassen wir es bis dahin als das, was es ist, nämlich ein Versuch, sich freizureden von jemandem, der nicht unter Wahrheitspflicht steht. Wir wissen jedenfalls nicht, was wahr ist. Ja, Herr Kollege, man sieht, auch die Opposition weiß nicht, weiß nichts, aber das sogar besser. Okay. Die zweite Ebene, das ist die politische Verantwortung. Und die politische Verantwortung, die klären wir im Untersuchungsausschuss. Und nachdem ich bisher noch keine einzige Stunde in diesem Ausschuss gefehlt habe, weiß ich auch, dass keiner dieser Vorwürfe nachgewiesen werden kann. Wir sprechen also immer noch von reinen Vorwürfen. Insofern war der Output dieses Ausschusses auch bescheiden. Wir wissen nämlich immer noch nicht, was wahr ist. Und wenn wir morgen laut WKStA auch nur begrenzt fragen dürfen, was wahr ist, dann wird sich dieser Zustand auch nicht ändern. Wir standen von Anfang an für volle Aufklärung. Das will man jetzt offenbar verhindern. Und wenn man sich auch beschwert, dass ÖVP-Abgeordnete in diesem Untersuchungsausschuss morgen befragen dürfen, weil ja die ÖVP auch Beschuldigte ist, dann muss man zwei Dinge klar auseinanderhalten. Im Untersuchungsausschuss geht es um die Vollziehungshandlungen des Bundes und Parteien sind nicht Untersuchungsgegenstand. Und die dritte Ebene, die ist dann noch die moralische Verantwortlichkeit. Man kann die österreichische Volkspartei nicht auf Fehlverhalten Einzelner reduzieren. Einzelne, die von sich aus schon Verantwortung übernommen haben und schon längst zurückgetreten sind. Aber lassen Sie mich eines auch ganz klar festhalten. Wenn sich diese Vorwürfe bewahrheiten, dann verteidigen wir sie in keinster Weise. Ja. Ja, wir arbeiten unter anderem am Antikorruptionsgesetz mitsamt Bestimmungen des Mandatskaufs, das es im Übrigen in ganz Europa nicht gibt, am Informationsfreiheitsgesetz, das Parteienfinanzierungsgesetz, das ist auch schon beschlossen worden. Das sind gesetzliche Schritte, die wir setzen und die im Übrigen auch nicht die letzten Schritte sein werden. Und im deutschen Strafrecht gibt es übrigens ein Veröffentlichungsverbot während des Ermittlungsverfahrens. Meines Erachtens wäre es auch für Österreich sinnvoll, damit die Ermittlungsbehörden nämlich in Ruhe arbeiten können. So, und jetzt wollen Sie offenbar Neuwahlen, aber eines kann ich Ihnen sagen, und dazu muss ich keine Umfrage in Auftrag geben. Letztlich entscheidet der mündige Bürger, die mündige Bürgerin aufgrund ihrer innersten Wertehaltung und Überzeugung über ihre Wahlentscheidung und nicht aufgrund von Umfrageergebnissen. Damals übrigens wie auch heute. Also degradieren Sie nicht Ihre eigenen Wählerinnen und Wähler zu Marionetten von Umfragen. Neuwahlen kosten viel Geld. Und es wäre jetzt der größte Fehler, den Österreich machen könnte, inmitten der Teuerung, des Krieges und aller anderen Krisen, nämlich wegen reinen Vorwürfen über Dinge, die im Übrigen über 5 Jahre zurückliegen. Was wir wissen, wir, die österreichische Volkspartei, wir lassen uns nicht in unserer Konsequenz bei der großen Krisenbewältigung durch Daueranfeindungen beirren. Das nämlich aus Verantwortung für Österreich.
Corinna Schatzenberger von der ÖVP bezeichnet die Erkenntnisse des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses naturgemäß als bisher bescheiden. Es gebe noch keine Beweise für die Vorwürfe von Thomas Schmidt zu Schatzenberger.